Wer könnte uns zum Thema Backup besser Bescheid geben als zwei Experten? Ich stelle ihn jetzt vor, Marcel Weber und René Weber. Ja, vielen Dank. Wenn Datenbackup zur Familiensache wird, wäre aber ein schöner Titel gewesen. Ich weiß noch, unser erster Titel, das war damals Bulletproof Recovery und ich erinnere mich auch noch dran, wie der Kontakt zwischen uns hergestellt wurde. Aber vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Dich kennen wahrscheinlich eh schon alle, aber vielleicht machst du trotzdem eine kurze Vorstellungsrunde. Wer bist du? Was machst du bei der VM? Warum findest du Data Backup and Recovery cool? Und welche Schuhgröße hast du? Wie lange kennen wir uns schon? Bitte. Sehr gerne. Ja, vielen lieben Dank, René. Vielen lieben Dank, Ariane. Und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Und ja, ich freue mich auch, mit Ihnen die Spannung heute teilen zu dürfen auf das, was alles noch so kommt. Mein Name ist Marcel Weber. Wir sind nicht verwandt und verschwägert, wurde schon genannt. Wir haben extra jetzt unterschiedlich farbige Polos angezogen, dass Sie uns auch auseinanderhalten können. Und tatsächlich AI haben wir vorhin schon gehört, das will ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Wir haben ChatGPT gefragt, wie könnte man heute diese Session denn nennen? Und was dabei rauskam, war unter anderem, Backup ist kein Ponyhof, aber wir haben die Hufeisen. Wir haben die Hufeisen, genau so ist es. Ja. Genau, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren ungefähr bei der VM dabei und habe tatsächlich die Ariane auf einem Partner-Event getroffen und da haben wir eben festgestellt, dass es einige Gemeinsamkeiten gibt. Ja, genau. Und nicht nur der Nachname. Und genau so kam der Kontakt. Ich weiß noch, wie die Ariane kurz danach dann zu mir ins Büro reingekommen ist und gesagt hat, René, ich habe da den Perfect Match für dich. Der steht auch voll auf Backup, sagt auch immer, Recovery ist viel wichtiger als das Backup. Der, ist ziemlich cool drauf. Der kann auch reden auf der Bühne. Und vor allem das Beste ist, der heißt auch Weber mit Nachnamen. Und da haben wir gesagt, okay, da müssen wir was starten. Wir haben die ersten Webinare zusammen gemacht. Wir haben ein schönes YouTube-Video, habe ich ja gerade schon mal kurz angeteasert, zum Thema Backup und Recovery. Und ja, das war ein schöner Anfang, würde ich sagen. Aber vielleicht blicken wir nochmal einen Schritt weiter zurück, so ein bisschen auf die Firmengeschichte. Der Rainer hat es gerade schon mal kurz angeschnitten, weil Fast und VM kennen Sie ja schon deutlich länger. Das war 2015, glaube ich, auf der ersten CeBIT, wo wir unsere Silent Brick Systeme vorgestellt haben. Rainers schöner Brick, der ist leider nicht mehr da, sonst könnte ich jetzt auch plakativ hochhalten. Damals vorgestellt und wir stehen da so auf der CeBIT und denken uns so, wow, cool, großer Stand, geiles Produkt, da kann nichts mehr schief gehen und dann steht genau gegenüber auch noch die VM. Das war tatsächlich so ein erhellender Moment. Man hat gemerkt, die sprechen genau die gleiche Sprache. Da geht es um Datensicherheit, da geht es um einfache Bedienung von dem System. Das war 2015 und seitdem kamen viele, viele VM-On-Tours. Der Thomas und der Bene waren bei uns. Der Thomas ist heute auch da, freut mich auch ganz besonders. Bene konnte leider nicht kommen. Genau. Waren bei uns. Wir haben uns viel über Möglichkeiten unterhalten, wie die Systeme zusammen kombinierbar sind. Und ich glaube, am Ende, wenn man die ganze Geschichte anschaut, ist eine ziemlich coole Story draus geworden. Aber ich glaube, du hast gesagt, du bist seit 2 Jahren jetzt bei der VM, also 2015 noch nicht. Richtig. Da hatte ich natürlich eine Vorzeit. Ich war vorher 12 Jahre lang im Systemhaus beim Partner. Und ich finde das klasse, es passt einfach. Genau die Historie, die wir jetzt quasi durchgegangen sind, habe ich auch durchlebt. Denn ich habe damals viele Krankenhäuser betreut und habe dann immer so einen komischen Würfel in der Ecke stehen sehen im Data Center. Und habe dann eben die Frage gestellt, was ist das, was macht es, warum leuchtet es nicht blau? Die Antwort war, keine Ahnung, das steht da, es läuft, es funktioniert, ich weiß nicht, was das ist. Und im Endeffekt ist das größte Lob, den man diesem System geben kann, meiner Meinung nach, weil genau dafür ist es gebaut, dass es einfach funktioniert. Und derjenige, der es nicht mit eingerichtet hat, weiß im Zweifelsfall gar nicht, um welches System es sich da handelt. Mhm. So. Den Christian durfte ich dann auch kennenlernen, wiederum bei einem anderen Projekt. Das waren dann die Silent Bricks tatsächlich. So habe ich auch das erste Projekt VM und Fast LTA im Feld betreut. Ja, und jetzt stehen wir hier. Jetzt stehen wir hier, genau. Zwischendrin kamen dann viele, viele Projekte. Du hast mir auch, wo wir vorher gesprochen haben, hast du gesagt, das Thema DLR, das hat dich auch so ein bisschen gepackt, weil du, glaube ich, auf irgendeiner Messe auch von einem meiner Kollegen dann erfahren hast, DLR, Riesenprojekt, große Datenmengen. Das ist natürlich, muss ich nochmal kurz mit aufgreifen, ist natürlich ein Projekt, das jetzt nicht unbedingt im Backup-Umfeld angesiedelt ist. Da geht es um die Archivierung von Daten. Da sind wir bei 60 Petabyte installierte Kapazität. Das ist schon mal ein Haufen. Da kann man schon Begeisterung haben, absolut.
Aber was natürlich hier so ein bisschen den Überlapp auch gibt, dort geht es um eine zweite Technologie neben der Tape Library, das heißt zwei unterschiedliche Technologien, und ich glaube im 3-2-1-Konzept kommt das ja auch ganz massiv vor, gell? Genau, richtig. Man muss hier natürlich immer aufpassen, Archivierung ist kein Backup, da kann man lange drüber diskutieren. Perfect Match, ich sag's ja. Genau. Was hier aber eben erwähnenswert ist, einfach die Schnelligkeit, mit der ihr die Daten entgegennehmen könnt. Das ist eine Parallele, die es eben zum Backup gibt. Und Daten werden immer mehr, von daher müssen wir auch immer schneller werden, weil leider bleibt der Tag bei 24 Stunden. Ich habe noch kein Upgrade gefunden. Und das andere Thema ist eben auch die Sicherheit dahinter. Also die Daten, die dort abgelegt werden, müssen eben in der Art abgelegt werden, dass wir auch schnell wieder rankommen, schnell restoren können und eben keine Datenverluste erleiden. Genau. Das ist hier genau die Parallele. Ist absolut ein wichtiges Thema, die Daten im Restore auch so schnell wie möglich zurückzubekommen, damit auch arbeiten zu können. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt da. Ich habe ja, wo ich dann so ein bisschen über das Thema DLR nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, jetzt muss ich doch mal schauen, wie das im Backup-Umfeld ist, ob da auch so beeindruckende Zahlen auftauchen. Ich habe mal geschaut, wir haben um die 1000 Systeme installierte Basis. Ich konnte es leider nicht genau herausfinden, wie viele Veeam-Kunden es sind, aber wenn ich einen Kunden am Telefon habe und der fragt mich, wie viele Veeam-Kunden habt ihr so, sage ich immer so, 11 von 10 sind Veeam-Kunden. Das wären aber mehr Systeme, als wir verkauft haben. Ich glaube realistisch 90%. Das heißt, wir können auch schon um die 900 gemeinsame Kunden allein im deutschsprachigen Raum auf diese blicken, und ich glaube, das ist auch schon eine stolze Zahl. Definitiv, ja. Was ich da von Veeam-Seite auch erwähnen kann, vielleicht kennen Sie alle den Namen Gostev, Anton Gostev, mittlerweile unser CTO, also mit der Chefentwickler, quasi das Hirn hinter dem Backup and Replication, wenn man so möchte. Der hat früher den Digest geschrieben, quasi eine Zusammenfassung einmal wöchentlich aus dem Forum und auch so, was im Feld draußen passiert und was er da sieht. Und tatsächlich hat Gostev auch die Fast-LTA einmal erwähnt mit dem Stichwort iPhone. Das ist quasi der iPhone unter den Backup-Storages. Das sind auch wieder Gemeinsamkeiten, die wir hier finden können. Denn wofür stehen letztlich iPhones? Für ein einfaches System, was verlässlich ist und auch sicher ist, obwohl die Performance nicht leidet darunter. Und genau das ist das, was eben Gostev und auch viele Kunden hier gefunden haben. Ja. Ich kriege da jedes Mal Gänsehaut, wenn ich die Gostev-Story höre. Ich weiß noch genau, wie ich am Montag ins Büro reinkomme und in der Früh geht meine Tür auf, der Rainer kommt rein und sagt, René, hast du die E-Mail gesehen? Ich denke so, was? Und dann mache ich mein E-Mail-Postfach auf und da schreibt er genau das. Und vor allem das Schönste ist, zum einen mal, du merkst, also wenn der Rainer so energetisch in mein Zimmer reinkommt, wir hatten keine Ahnung, dass der schreibt. Er hat es auch dazu geschrieben, ich wurde dafür nicht beauftragt, sondern ich habe es geil gefunden und I wanted to spread the word. Also er wollte es halt einfach jedem mitteilen, wie cool das ist. Gut, er hat uns als Startup jetzt benannt. Das schiebe ich jetzt mal auf unsere Innovation. Aber es ist auf jeden Fall ein super geiles Thema. Aber springen wir mal einen Schritt weiter. Springen wir mal in die Richtung, wo ist eigentlich heutzutage jetzt gerade im Backup-Bereich? Ich meine, damals war, wo wir angefangen haben, war Ransomware gerade so am Horizont. Das hat auch super geholfen. Ich weiß noch, auf der ersten CeBIT haben die Leute gesagt, was willst du mit AirGap? Wir machen jetzt alles nur noch auf Disk. Auf der zweiten CeBIT haben die Leute gesagt, boah, ihr habt AirGap, sowas brauche ich, weil Ransomware ist da. Aber das Ganze entwickelt sich ja weiter. Was sind denn da aus deiner Sicht die Herausforderungen jetzt gerade im Backup-Markt aus der Sicht der Backup-Lösung? Ja, Ransomware ist natürlich allgegenwärtig und wichtig ist natürlich hier den Fokus nicht auf das Problem letztlich zu legen, sondern welche Lösung haben wir, um dem quasi gegenüberzutreten. Und das ist einfach das Thema Security. Also es ist nicht mehr ausreichend, einfach nur ein Backup der Daten zu fahren, sondern es ist eben notwendig, dafür zu sorgen, dass diese Backups sicher sind, sicher abgelegt sind und vor allem wiederherstellbar sind. Und das ist eben ein Aspekt, den es unbedingt umzusetzen gilt, für alle Kunden, auch für alle Partner, wirklich jeden hier zu sensibilisieren, regelmäßige Wiederherstellungstests durchzuführen. Und ja, wie kann es auch anders sein, das natürlich automatisiert und das auch mit einem Storage, der da eben die Performance letztlich zur Verfügung stellt, denn das ist ganz wichtig. Wenn ich einen Storage habe, der die Daten einfach entgegennimmt und dann liegen die dort und werden nie wieder angepackt, habe ich andere Anforderungen, als wenn ich ständig Wiederherstellungstests mache und auch vielleicht Analysen fahre in Richtung der Datensicherung. Und genau deswegen ist es eben wichtig, auch bei der Auswahl des Backup-Storages da ein Hauptaugenmerk drauf zu legen. Ich habe das tatsächlich in vielen Gesprächen mit
vielleicht Interessenten, die dann leider nicht rechtzeitig unsere Kunden geworden sind. Ich muss es tatsächlich so sagen, weil sowas hatten wir schon, die danach gemerkt haben, jetzt hatten wir einen Ransomware-Angriff, das hätte uns geholfen, die erklärt haben, was geht denn davor im Unternehmen, was passiert da, wenn ich einen Ransomware-Angriff habe. Und das ist nicht so einfach, dann nehme ich mein Backup von gestern, spiele es ein und alles läuft wieder, sondern ich fange erstmal an, massiv Forensik zu betreiben. Das ist zumindest das, was ich mitbekommen habe. Das heißt, ich muss meine alten Backups durchschauen, ich brauche eine Historie, ich muss verstehen, was ist da eigentlich passiert. Ich weiß nicht, deckt sich das mit deiner Erfahrung? Ja, das deckt sich auch mit den Features, die wir jetzt in den Produkten mit haben einfließen lassen und die auch immer mehr erweitert werden. Das Erste, was da Einzug gehalten hat, ist die Inline-Malware-Detection, sprich, dass im Backup-Prozess selbst ein Malware-Scan durchgeführt wird. Natürlich unter der Maßgabe, dass man nicht mehr abwartet, bis man verschlüsselt wird, sondern möglichst frühzeitig erkennt, dass hier irgendwelche Akteure im System schon drin sind und eben im Backup-Prozess einfach der Aspekt genutzt wird, dass wir eben einmal täglich alle Änderungen uns anschauen. Warum das dann nicht als Blickpunkt nutzen, um eben auch alles Bösartige zu identifizieren. Und das, worauf du jetzt anspielst, sind die Yara-Rules bestimmt. Da geht es nämlich einfach darum, dass wir sagen, hey, auf dem Backup-Storage liegen ja nicht nur die Daten von heute oder gestern, sondern da liegt eine ganze Historie, eine ganze Backup-Kette, die hoffentlich wochenlang oder monatelang zurückreicht. Das heißt, wir wissen auch, was hat sich in der Umgebung getan in der letzten Zeit. Und da können wir dann eben auch forensische Analysen fahren. Wenn wir wissen, wie der Angreifer ausschaut, können wir eben herausfinden, seit wann war er im System, wann hat er welches System letztlich erreicht und wie hat er sich verteilt. Und für diese Analysen, ist klar, brauchen wir auch wieder einen Storage, der das mitmacht. Mhm. Und damit können wir eben der Forensik deutlich unter die Arme greifen und den Prozess, bis man dann zum Wiederanlauf kommt, deutlich beschleunigen. Und das ist eben genau das Wichtige hier. Das ist zusammengefasst quasi das Thema Datensicherheit auf der einen Stelle, das andere Thema ist Performance, was dann quasi sowohl auf eurer Seite wichtig wird, im Storage immer wichtiger wird. Datensicherheit kann ich bestätigen, das ist ja was, was uns schon lange, ich glaube, das hat jeder heute mitbekommen. Bei uns geht es immer darum, dass wir die Daten erhalten, dass wir die Verantwortung für die Daten übernehmen. Dementsprechend ist das bei uns das wichtigste Gut und das oberste. Gerade jetzt im Backup-Umfeld ist es natürlich nicht so einfach, dass ich sage, ich nehme Hardware, Wurm, Speicher und schreibe alles rein, weil die Daten müssen sich auch verändern. Ich muss über die Zeit auch wieder rotieren können und Daten wieder löschen können. Das unterscheidet sich da, der Archiv- und der Backup-Bereich. Aber moderne Technologien wie jetzt die Immutability, die wir jetzt mit Continuous Snapshots zum Beispiel und mit diesem Fast-Clone-Support, was der Rainer gerade schon angesprochen hat, nochmal gewinnbringend zusammenbringen können. Das heißt, ich sorge dafür, dass auch im Backup-Speicher meine Daten nicht angreifbar sind, egal wer da reinkommt. Weil inzwischen weiß man, ich glaube von euch die Studie war von 2022, dass 94% aller Angriffe auch aufs Backup zielen. Ich meine, am Ende ist es ein Geschäftsmodell. Am Ende ist es ein Geschäftsmodell, ich greife jemanden an, damit ich Geld kriege. Wenn der sich dagegen wehren kann, dann greife ich diesen Verteidigungsmechanismus an. Und das sind wir beide, Weber und Weber, also Backup. Also nicht persönlich, hoffe ich. Genau. Das heißt, ich möchte mich dagegen verteidigen, ich muss Immutability mit einziehen, aber das geht natürlich noch deutlich weiter. Das heißt, ich muss auch dafür sorgen, dass gerade in modernen Backup-Konzepten bei wachsenden Datenmengen meine Performance ausreichend ist, dass ich zum einen meine Restore-Tests mache und ich kann es auch noch mal bekräftigen, Restore, 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 macht die Tests, stellt die Daten wieder her, weil erst dann bin ich mir wirklich sicher, dass es funktioniert, weil eigentlich reden wir nie über Backup, sondern eigentlich reden wir immer über ein Restore, weil das ist das Ziel von dem Ganzen. Und auf der anderen Seite natürlich moderne Techniken wie eine Erkennung innerhalb der Backup-Files, die geschrieben wurden, woraus ich sicherstellen kann, wann ist der Angreifer reingekommen, wo ich meine Forensik betreiben kann, brauchen Performance. Und ich glaube, das ist auch das Thema, wo es hingeht. Mehr Sicherheit, mehr Performance. Und dann haben wir zusammen wieder ein richtig gutes Produkt. Genau, so schaut es aus. Super. Ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank. War sehr spannend. Ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Herzlichen Dank. Danke dir.